Wir stecken im Verwaltungsrecht A-Team und kommen zu dem Exkurs Verwaltungsakt. Geregelt in § 35 Verwaltungsverfahrensgesetz. Und der Verwaltungsakt hat 7 Merkmale. Maßnahme, Behörde auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts, hoheitlich, Regelung, Einzelfall und Außenwirkung. Beginnen wir mit römisch erstens der Maßnahme. Maßnahme. Für Liebhaber, wenn man es mal definieren möchte, das ist jedes Verhalten mit Erklärungswert. Da liegen normalerweise keine Probleme. Hier geht es nur darum, durchzuzählen, gegen wie viele Maßnahmen sich der Kläger wendet. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Stipendium bewilligt bekommst und der Stipendiumbewilligungsbescheid wird zurückgenommen und bereits gezahlte Zuwendung zurückgefordert, dann sind Rücknahme und Rückforderung 2 Maßnahmen. Eins ist die Beseitigung des Rechtsgrundes, was anderes ist die Abschöpfung des dann rechtsgrundlos Erlangten, also Rücknahme und Rückforderung. Wer hier nur gegen eine Maßnahme vorgeht, zum Beispiel nur gegen Rücknahme und nicht auch gegen die Rückforderung oder umgekehrt, der lässt die jeweils andere Maßnahme bestandskräftig werden, also unanfechtbar, und muss dann doch zurückzahlen. Das heißt, nicht nur wird das Ergebnis verfälscht, nein, in der Klausur hat man letztlich auch nur eine von 2 Maßnahmen geprüft, das sind 50% zu wenig. Normalerweise fällt man dann, wenn man solche Grundlagenfehler macht, durch. Das heißt also, Maßnahme ist nur der Appell, nochmal durchzuzählen. Dann römisch zweitens, es muss eine Maßnahme einer Behörde sein. Der Behördenbegriff ist in § 1 Absatz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz legal definiert. Dort ist der funktionale Behördenbegriff geregelt. Es kommt also nicht darauf an, wer was macht, sondern was gemacht wird. Also jede Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt. Hier liegen in der Klausur auch keine Probleme. Dann römisch drittens, auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts, ich kürze es mal ab, also öffentliches Recht. Das entspricht dem Prüfungspunkt Eröffnung des Verwaltungsrechtsweges, öffentlich-rechtliche Streitigkeit, also im Verwaltungsprozessrecht. Also es kommt auf die streitentscheidenden Normen an, beziehungsweise sonstige Kriterien. Hier liegen normalerweise ebenfalls keine Probleme. Ich erlaube mir an dieser Stelle einfach auf die Ausführungen dort zu verweisen. Interessanter wird dann schon römisch viertens das Merkmal hoheitlich. Hoheitlich heißt im Über-Unterordnungsverhältnis und dieses Merkmal dient dazu, zum öffentlich-rechtlichen Vertrag abzugrenzen, also Abgrenzung zum öffentlich-rechtlichen Vertrag. Das heißt, während also die Behörde beim Verwaltungsakt im Über-Unterordnungsverhältnis handelt, begibt sich die Behörde auf die Ebene der Gleichordnung, wenn sie sich dafür entscheidet, stattdessen mit dem Bürger einen Vertrag auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts zu schließen. Dann römisch fünftens die Regelung. Und Regelung heißt auf Setzung einer Rechtsfolge gerichtet. Rechtsfolgen können zum Beispiel sein Begründung eines Rechts, Aufhebung eines Rechts, Begründung einer Pflicht, Aufhebung einer Pflicht, verbindliche Feststellung. Vielleicht mal ein paar Beispiele. Du bekommst ein Stipendium bewilligt, das wäre die Begründung eines Rechts. Oder der Stipendiumbewilligungsbescheid wird zurückgenommen, das wäre die Aufhebung eines Rechts. Du wirst Adressat einer Abrissverfügung, das wäre die Begründung einer Pflicht, nämlich die Pflicht, das Haus abzureißen. Die Abrissverfügung wird aufgehoben, das wäre die Aufhebung einer Pflicht. Gut, dieses Merkmal dient der Abgrenzung zum Realakt. Man kann sagen, dass das Merkmal Regelung das wichtigste Merkmal ist, also zumindest für die Klausuren, denn alle Nachlagen muss man hier irgendwie zum Realakt abgrenzen, insbesondere im Zusammenhang mit der Bestimmung der statthaften Klageart. Hier gibt es noch ein Problem, das wir nur zuordnen. Es geht um die Rechtsnatur von Vollstreckungsmaßnahmen. Das heißt, wenn dein Haus abgerissen wird oder du weggeknüppelt wirst, dann stellt sich die Frage, ob das auch Regelungscharakter hat, also ein VA ist oder eben nur ein Realakt ist. Einzelheiten dazu im Rahmen eines gesonderten Exkurses. Dann römisch sechstens, der Einzelfall. Einzelfall heißt konkret individuell, also konkret individuell.
Wobei konkret heißt auf einen bestimmten Sachverhalt bezogen und individuell heißt auf eine bestimmte Person bezogen. Das heißt, wenn du Adressat einer Abrissverfügung wirst, dann betrifft die Abrissverfügung einen Einzelfall. Abgrenzung an dieser Stelle zur Rechtsnorm. Die Rechtsnorm ist abstrakt generell, gilt also für eine Vielzahl von Fällen, für eine Vielzahl von Personen. Dann gibt es hier noch einen Sonderfall. Das ist die sogenannte Allgemeinverfügung, geregelt in § 35 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Versammlung aufgelöst wird, dann könnte man ja auf die Idee kommen, dass das keinen Einzelfall betrifft, weil ganz viele Menschen davon betroffen sind. Es mag zwar konkret sein, auf einen bestimmten Sachverhalt bezogen, aber nicht individuell. § 35 Satz 2, in diesem Fall der erste Fall, stellt klar, dass es sich dennoch um einen Verwaltungsakt handelt in Gestalt einer Allgemeinverfügung, denn es geht um einen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis. Problem an dieser Stelle: Verkehrszeichen, also Problem Verkehrszeichen, zum Beispiel ein Halteverbotsschild, da kann man überlegen, ob die VA-Qualität haben. Auch das werden wir nochmal im Rahmen eines gesonderten Exkurses aufgreifen. Letzter Punkt, römisch 7. Das ist die Außenwirkung. Und Außenwirkung heißt an ein Rechtssubjekt außerhalb der Verwaltung gerichtet, also nicht nur Behörden intern. Hier gibt es ein Problem. Beamte, also ganz generell sogenannte besondere Gewaltenverhältnisse, aber insbesondere also Beamte. Denn Beamte, das wird häufig übersehen, sind nicht nur Beamte, also Teil des Staates, sondern auch Menschen. Und deshalb stellt sich die Frage, ob Maßnahmen in Bezug auf Beamte Behörden intern sind oder eben auch Außenwirkung haben. Einzelheiten dazu wiederum in einem gesonderten Exkurs. Gut, so viel zum Verwaltungsakt und zu den 7 Merkmalen. Vielleicht noch ein letzter vorsorglicher Hinweis. Natürlich steht alles im § 35 Verwaltungsverfahrensgesetz. Trotzdem wird erwartet, dass man das so runterbeten kann. Das hilft in der Klausur und auch in der mündlichen Prüfung. Das heißt, wenn man gefragt wird, und wie heißt deine Mama? Und man sagen muss, ja, ich gucke mal kurz im Kalender nach, dann ist es nur das Zweitbeste. Das heißt, hier wird erwartet, dass man nicht ins Gesetz gucken muss, sondern das rausposaunt. Okay, so viel zum Verwaltungsakt.